Mensch, Mensch, die Gamescom, die ist jetzt vorbei. Random Game Facts 35. Jetzt können wir nicht machen, das wäre derselbe wie beim letzten Mal. Verdammte Augenwischerei. Eieiei. Achievements und Trophäen gibt es ja in allen Formen, Farben, Schwierigkeitsgraden und seit Midnight Club LA sogar von Firmen gebrandet. Unter anderem hat sich da T-Mobile vollkommen schamlos ins Spiel gekauft. Um eine Trophäe zu bekommen, musst du nämlich online mit 5 Leuten spielen und die danach in deiner T-Mobile My Faves List speichern. Falls auch ihr euch schon immer mal gefragt habt, woher euch die Schriftart aus dem GTA-Logo Verflixte Axt nochmal bekannt vorkommt, nun ganz einfach. Es ist dieselbe Schriftart wie in der US-Kultshow Der Preis ist heiß. Oder im Original The Price is Right. Das ist lustig, als du es anmoderiert hast, ging mir gerade ganz langsam so ein Licht auf. Hier, du hast keine Beine. Viel Spaß mit diesem Laufband. Dass man in The Darkness unter anderem einen ganzen Film sehen kann, ist ja bekannt. Aber wie hat Mutti schon immer gesagt? Weg von der Glotze, lies doch mal ein gutes Buch. Tut mir leid, wenn eure Mutter so klingt. Im Spiel ist nämlich über mehrere Data Cubes verteilt G.K. Chestersons Thriller The Man Who Was Thursday zu finden. Und wenn ihr jetzt keinen Bock habt, das zu lesen, dann heidi ho! Genau vor einem Monat, am 21. Juli, ist die Filmadaption dazu rausgekommen. Wenn man in Super Mario 3 einen Kettenhund zu lange provoziert, indem man als Spieler in seiner Nähe steht und er immer wieder an seiner Kette zuppelt, um dich zu beißen, dann sollte man das nicht überstrapazieren, denn nach 49 Mal an der Kette reißen, wird er sich beim 50. Mal loseisen und den Spieler verfolgen und verletzen. Das ist provokant, einfach nur daneben stehen? Ja, Mann. Stell dir mal vor, einen ganzen Tag, du bist angekettet und irgendein Typ hat was Leckeres in der Hand und das steht hat ja niemand gesagt. Ja, aber der ist ja, Mario ist ja was Leckeres für ihn. Okay, gut. Der hat sich selbst in der Hand. So ist es. Fable sollte im Original einen Multiplayer-Modus haben. Da spielt dann einer den Helden und drei andere spielen seine Sidekicks. Aber aus Zeitgründen wurde das Ganze verworfen. Ist vielleicht aber auch besser so. Ich möchte nicht wissen, wie viele Freundschaften daran kaputt gegangen wären, wie sich die Leute darüber streiten, wer jetzt hier der Held sein darf. Um eine größere Zielgruppe für die Kirby-Spiele anzusprechen, hat man sich bei Nintendo of America darauf geeinigt, dass man sämtliche Boxarts, also die Cover der Spiele, aus dem japanischen Original abändert und Kirby in den USA darauf böse dreinschauen lässt. Fies und gemein. Das sollte die Figur Kirby cooler wirken lassen und so auch Jugendliche und junge Erwachsene ansprechen, statt nur Kiddies. Wie kann der eigentlich einatmen und dabei trotzdem... Es geht doch gar nicht. Wer ist der schnellste kleine blaue Igel auf der Welt? Richtig, Sonic. Und da braucht man sich auch nicht wundern, dass Sonic 2 das erste Spiel war, das weltweit den gleichen Release-Termin hat. Dienstag, den 24. November 1992. Und unter Fans gab es da einen richtig schönen Namen für den Tag: Sonic Tuesday. Genial! Die Möglichkeit, durch einen Glitch im Spiel Zelda Ocarina of Time vom großen Deku-Baum direkt zu der Szene zu springen, bei der man aus dem Turm von Ganon flüchtet, ist unter Speedrunnern und Fans der Serie schon lange bekannt. Dieser Glitch wurde jedoch schon von den Programmierern selbst genutzt, um im finalen Arbeitszeitraum am Spiel noch verschiedene Areale demonstrieren zu können. Es gibt ja Dinge, die passen einfach so wie Arsch auf Eimer, nämlich unter anderem Astronauten, die ja das Handwerk der Sterne betreiben, und StarCraft, was zu Deutsch übersetzt genau das ist. Und so geschah es am 27. Mai 1999, dass StarCraft das erste Spiel war, das es in den Weltraum geschafft hat. Daniel T. Berry von der STS-96 hat es als Fan der Serie einfach mal mitgenommen. In den Tiefen der Spieledateien von Skyrim finden sich verschiedene Skripte und nicht verwendete Audiosequenzen und Fragmente, die bezeugen, dass es von Anfang an sehr wohl geplant war, dass man als Spieler die kleinen lästigen Blagen in Skyrim töten kann. Allerdings entschied man sich, dieses Feature zu entfernen, da man Angst vor den internationalen Medienkontrollanstalten hatte, die das eventuell nicht so cool gefunden hätten. What? 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 Ich fahre jetzt in Urlaub. Wo geht's denn hin? In Urlaub. Wo ist denn das? Nicht hier. In Urlaubland? In Urlaubland. Aber wie drehen wir dann nächste Woche Random Game Facts? Willst du jetzt gleich noch einen drehen? Nicht, dass die Leute uns auf die Spur kommen und merken, dass wir vorproduziert haben und nicht mal Wechsel-T-Shirts dabei hatten und in den letzten 3 Folgen quasi dieselben Shirts anhatten. Also erst mal 2 und jetzt in der 3. auch. Hätte ja eins dabei gehabt, aber sich umziehen ist echt anstrengend. Abgefahren. Ich nicht, hätte dann hier nackig gesessen, da hätte ich keine Lust drauf. Nackig! Nackig!